bin ich wieder, jetzt mit dem versprochenen Shopping Haul. Lasst euch nicht von den Taschen irritieren, wie es immer so ist. Primark-Taschen reißen ziemlich schnell, ziemlich oft, eigentlich immer. Und deswegen haben wir einfach noch das Zeug hier umgefüllt in solche Taschen, dass man es besser nach Hause transportiert und nicht wieder alles irgendwo auf der Straße liegt. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt und fanden es ziemlich doof. Das macht man genau einmal und dann nicht mehr. Hier hinten, das ist die einzige Tüte, die stimmt. Hier sind nämlich Weihnachtsgeschenke drin, weil auch da habe ich zugeschlagen. Da hat die Schnäppchenkönigin wieder was entdeckt gehabt, was sie haben wollte und hat sie dann gekauft. Für den Noah, für den Sohn von Stefan. Damit wäre quasi Weihnachten auch abgedeckt. Ne? Das sind zwei große Geschenke von Playmobil drin, die zeige ich euch aber gleich. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich zeige euch einfach mal Stefans Ausbeute. Das sind ganz einfach Poloshirts in XL, weil er einfach mal ein paar schönere T-Shirts haben wollte. Nicht immer die, wo so nach Freizeit aussehen. Das hat er zweimal in Blau und zweimal in Schwarz. Beides in XL. Die haben jeweils gekostet 3,50 Euro. Da geht er noch ein paar Cent ab für die Mehrwertsteuersenkung. Und dann hat er sich noch einen Jogginganzug gekauft. Einfach weil, ich bin ganz ehrlich, daheim oder wenn ich zum Mülltonne oder zum Wäschemachen gehe, da sehe ich mir keine Jeans an. Seit ich YouTube mache, bin ich was ungeschminkt und mit fettigen Haaren aus dem Haus und mit Gammelklamotten rausgehen, extrem relaxed geworden. Wirklich relaxed geworden. Ich habe das vorher nicht gemacht. Ich habe mir meine Jeans angezogen. Heute denke ich mir, pff, sehen alle so aus. Also von dem her hat sich Stefan hier noch einen Jogginganzug mit Kapuze geholt, auch in XL. Das Jäckchen hat 10 Euro gekostet. Und die passende Hose dazu, die hat 12 Euro gekostet. Also Stefan war definitiv günstiger. Dann, tada, kommt jetzt mein Kram. Ich habe, wie ihr euch denken könnt, ein bisschen mehr. Ich war ja jetzt schon länger nicht mehr shoppen. Ich habe auch viel, viel aussortiert und dabei festgestellt, ich habe eigentlich gar keine Basic-Shirts mehr. Shirts, wo einfach nichts drauf ist. Und generell wenig T-Shirts. Und ich will auch nicht immer im Spaghetti-Träger-Top irgendwie raus. Ich finde T-Shirts manchmal angenehmer. Und deswegen habe ich da ein bisschen zugeschlagen. Dann habe ich hier für 3,50 Euro auch einfache Shirts hier in Größe M. Ich habe auch eins in L, da wäre M auch gegangen. Ich war mir nicht sicher, ich habe die nicht anprobiert. Ich habe ja wieder ein bisschen zugenommen und will ja wieder abnehmen, daher gleich M geholt. Einmal so ein ganz einfaches mit Rundhals in Pink. Dann habe ich das Ganze, ich muss es umdrehen, ich habe es einmal im Hotel dann anprobiert gehabt, in so einem Pastellgrün. Steht mir, glaube ich, auch ganz gut mit den blonden Haaren. Dann habe ich doch einen Spaghetti-Träger-Shirt in M. Die kennt ja jeder, die habe ich ja jetzt auch wieder an. Und da mag ich halt einfach, dass du die hinten verstellen kannst. Das finde ich sehr geschickt. Das hat 2,30 Euro gekostet. Dann habe ich hier noch ein, auch so ein ganz normales für 3 Euro mit Rundhals. Ihr wisst, Grau ist meine Lieblingsfarbe, unschwer zu erkennen, immer wieder. Grau zieht sich durch mein Leben. Jetzt nicht, weil irgendwie Grau eine traurige Stimmung macht oder so, aber ich finde, Grau geht halt immer, ist zeitlos und sieht für mich clean aus. Dann habe ich hier so mit Hummern was drauf. Einfach, weil ich den Spruch geil fand. The world is your lobster. Man kennt es ja, the world is your oyster. In dem Fall der Lobster. Das habe ich in S genommen, nicht in L. Habe ich mich vertan. Hat aber auch echt gut gepasst. Dann finde ich gerade doch noch was von Stefan. Und paar Unterbuchsen. Jetzt wird er gleich sagen, warum hältst du meine Unterbuchsen in die Kamera an? Das sage ich, weil man das so macht, weil die Frauen das sehen wollen. Haben wir die hier rausgesucht. Auch ganz einfach in Grau. Dann, was habe ich hier noch? Noch ein T-Shirt. Ja, ich habe wie gesagt T-Shirts eingekauft, wie eine Irre. Dann habe ich hier eins für 5 Euro mit so Sprüchen drauf. Das da. One of a kind. Auch ein M. Dann hier nochmal ein Spaghetti-Teil in so einem Türkiston. Ach hier. Sagen viele wieder, hättest du ja sortieren können. Dann sage ich wieder auch, nee, kein Bock gehabt. Für mich muss das auch eine Verkäuferin dann nicht immer ordentlich reinlegen, weil spätestens, wenn ich laufe, ist das Ganze sowieso verwurschtelt und verhäckselt. Dann hier so eins auch für 5 Euro. Steht da drauf. Kind is cool, show more love.
in solchen Zeiten, wo die Leute regelmäßig wegen Corona sich zumindest bei uns in Pforzheim auf die Nase hauen. Sehr gutes Motto. Und dann habe ich hier noch so ein schwarzes Bad Vibes Don't Go With My Outfit. Das hat gekostet 5 Euro. Dann habe ich noch, kommt her, einfach weil ich für daheim und für die Nacht ein bisschen was zum Stützen der Brust haben wollte. Und weil ich immer, ich meine, klar, nachts trage ich kein BH, aber ich habe mir überlegt, dass diese Bralettes oder wie auch immer man die Teile nennen möchte, dass die vielleicht gar nicht so doof sind für die Nacht. Ich habe auch diese nicht anprobiert. Ich habe die jetzt einfach mal in L mitgenommen. Da kannst du auch die Cups wegmachen. Das ist Größe 42 bis 44, weil ich ja doch ein bisschen mehr Oberweite habe. Die haben gekostet jeweils 12 Euro. Einmal so ganz in schwarz und einmal so. Zack, ade. Dann haben wir T-Shirts. Da habe ich, nee, das ist kein T-Shirt, das ist ein Schlafanzug. Schlafanzüge habe ich gekauft. Jetzt pass auf. Einfach weil ich sehr wenige gute Nachthosen habe in kurz. Und ich Primark-Schlafanzüge eigentlich immer echt süß finde. Und zwar habe ich ja Melonen gekauft. So sieht das Oberteil aus. So sieht das Höschen aus. Auch in M, hat gekostet 7 Euro. Dann habe ich noch einen langen Schlafanzug in M gekauft für auch ebenfalls 7 Euro. Auch wieder mit Melonen drauf. Irgendwie, ich esse schon auch Melone, aber ich bin jetzt nicht so mega der Melonen-Fan, dass ich das ständig essen müsste. Aber ich fand halt einfach das Design süß. Sexy ist natürlich anders, aber wen juckt das, wenn es dunkel ist? Und ebenfalls für 7 Euro habe ich hier was mit so Bienchen drauf genommen. Da fand ich auch die Hose mega lustig. So kleinen Bienchen drauf. Zack. Jetzt haben wir noch ein bisschen Unterwäsche. Einfach weil meine schon echt, ja, irgendwie gut durch ist, sag ich mal. leider habe ich vergessen, weiße Unterwäsche einzupacken, weil ihr wisst ja, wie das ist, wenn Frauen mal im Shopping-Laune sind. Ich gehe ja am liebsten alleine shoppen, einfach, dass ich Zeit habe. Und Stefan war dann schon ziemlich schnell, ziemlich genervt. Und dann habe ich mir vergessen, noch neue weiße Unterwäsche einzupacken. Aber ich habe, wie gesagt, Urlaub, da gehe ich nochmal los. Dann habe ich hier einmal solche String-Dinger, ja, auch in Größe M. Die haben 4,50 gekostet, weil Stefan es gern knallig hätte. Diese Dinger, die wahrscheinlich jeder daheim hat, diese Strings. Die haben auch 4,50 gekostet. Dann habe ich schon mal ein bisschen was, weil ich so eine wahnsinnig wilde bin. In Zebramuster. Die sehen jetzt echt riesig aus hier, gell? Da könnte ich mir einfach auch das ganze Gesicht mit verschleiern. Heftig, wie riesig das ist. Für 7 Euro, das sind auch 3 Stück. Dann habe ich noch ein Päckchen hier. Also ausschlaggebend war jetzt nicht diese Farbe, aber mein Gott, ihr wisst ja, manchmal darf es ein bisschen bequemer sein, auch in Größe M, auch für 7 Euro. Hier mit so einem Grün noch dabei. Dann kann ich nämlich den alten Scheiß einfach mal aussortieren. Und jetzt hier. Man sieht mich kaum, aber ich habe nie gewusst, dass es Playmobil-Stores gibt. Und es war einfach so, ich muss mal runter. Warum ich darauf aufmerksam wurde, ist, weil in einer Shopping Mall in Leipzig war halt so ein Pop-Up-Store gemacht und da hat man, habe ich gesehen, dass es wieder diese Adventskalender gibt. Dann habe ich gesagt, oh, guck mal, da gibt es einen Adventskalender Playmobil und habe da so rumgekruscht und habe gesehen, dass das Zeug relativ günstig ist. Dann haben wir noch rum und um überlegt, dann mussten wir auf Toilette und dann laufen wir an diesen Playmobil-Store rum und dann stand da noch dran, wenn man diese Dingskarte hat von dieser Shopping Mall, ich glaube Höfen am Bühl heißt das, hat man nochmal 10% gekriegt. Und ich bin da rein und habe geguckt und geguckt und geguckt und habe gesagt, du, weißt du was, ich nehme dem da jetzt was mit. Dann habe ich Weihnachten abgedeckt und so weiter und so fort. Und das war spottbillig und durch die 10%, wir haben so eine Karte nicht, aber es war jemand da, der so eine Karte hatte, die uns sie geliehen hat. Und dann haben wir, wie gesagt, nochmal 10 Euro gekriegt, 10 Euro, 10%. Und ich hatte rausgesucht für den Noah, einfach, er hat einen Polizei-Porsche von Playmobil und auf dieses Ding fährt er total ab. Und damit er was zum, ja, zum Fahren hat, hier ist quasi so ein Pickup drin und ein Anhänger und eine Familie. Er ist jetzt 2. Wir nehmen ihm die Kleinteile ab. Also er hat, wie gesagt, dieses Polizeiauto und alles, was er wegmachen kann und verschlucken kann, kriegt er nicht.
Das ist alles in einer Kiste auf dem Schrank, da kommt er nicht hin. Und genau so wird es hier auch sein. Er kriegt das später quasi, wenn er größer ist und sich das Zeug vielleicht nicht im Mund schiebt. Also er macht es nicht. Ich weiß, dass viele Kinder das machen. Ich behaupte, er wird es auch irgendwann mal machen. Daher kommt das Zeug einfach weg. Aber ich habe halt gedacht, dann hat er nämlich einen Anhänger und noch ein Auto, mit dem er rumfahren kann. Das habe ich rausgesucht. Und Stefan hat dann rausgesucht, weil Stefan ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. So eine Feuerwehrstation. Da ist halt jemand mit Atemschutz dabei. Motorrad ist noch dabei. Und was mir halt nicht schlecht fand, ist, du kannst dieses Playmobil-Ding zusammenpacken und dann eben mitnehmen. Und auch hier sind, wie gesagt, Kleinteile, die kriegt er nicht zum Spielen. Das wird alles weggepackt. Sicher ist sicher. Teuflische Eichhörnchen, sagt der Schwabe immer, und das muss nicht sein. Aber dann hat er ein paar Männle und Autos, mit denen er spielen kann. Insgesamt haben wir für die beiden Sets 48 Euro gezahlt, was ich absolutes Schnäppchen finde. Ich habe geguckt, was das online in anderen Läden gekostet hätte, und das war einfach das Doppelte, und daher haben wir da schon gespart. Das wird hoch in die Galerie gebracht, da kann der Noah nämlich nicht hoch, und dann sieht er das nicht, dass es das zu Weihnachten gibt, und dann ist es auch definitiv abgedeckt mit Weihnachten. Vielleicht gibt es noch ein Kuscheltier dazu, aber mehr nicht, weil es ist ja so, meine Familie feierte nie Weihnachten, weil wir ja konfessionslos sind, und jetzt, wo ich Stiefmutter bin, möchte ich natürlich, dass Weihnachten gefeiert wird, dass es große leuchtende Augen gibt, und daher denke ich, fährt man mit Playmobil ganz gut, zumal man das, glaube ich, auch gar nicht so schnell kaputt kriegt. Und bei Lego ist es einfach so, da sind mir die Männchen zu klein gewesen, deswegen Feuerwehr und noch ein Auto und alles, was das Herz eines kleinen Jungen erblühen lässt. Deshalb, ja, wie dann Weihnachten ausfällt, dekoriert und so weiter, zeige ich euch dann natürlich später irgendwann mal im Dezember auch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich mache mich jetzt an die Wäsche. Ihr wisst ja, neue Klamotten sollte man immer separat waschen, sonst habt ihr nachher bunte Klamotten. Das werde ich jetzt tun. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Ich vlogge heute auch noch ein bisschen. Leider muss Nettie heute Nachmittag um 4 zum Tierarzt. Die hat nämlich so, ich weiß nicht, ob das eine Zyste ist oder ob sich da irgendwie ein Haar entzündet hat. Die hat auf jeden Fall so eine Geschwulst hier, und die will ich angucken lassen, weil Netties Tierarzt, da muss ich auch eine Dreiviertelstunde für fahren. Weil der tatsächlich der Einzige war, wo damals rausgefunden hat, was mit den Augen ist. Und der hat auch einen Dermatologen für Tiere. Daher wird er mir gleich sagen, was zu tun ist. Und sollte sie operiert werden, dann ist es halt so. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub, dann lasse ich das gleich machen, dass ich mich anständig um sie kümmern kann und da bin für sie. Und ich lasse euch auf jeden Fall wissen, was Sache ist. Bis bald.